Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zu Der Brief für den König, einem Spiel von Miorem, basierend auf Büchern von Tonke Dragt, Let's Played von mir, eurem Let's Play Retro, der im letzten Part noch einen eisigen Sternentempel zu Ende gebracht hat, mit viel, viel Story, und wir dürfen jetzt natürlich auch direkt weiterspielen. Und wir sind in Evelan, das finde ich wunderbar, wir dürfen den Herren von Evelan steuern. Wir dürfen allerdings nicht Escape drücken, das wurde hier gerade ausgeschaltet. Finde ich ein bisschen schade. Wir dürfen also keinerlei Einblick in seine Statusfähigkeiten nehmen. Okay, es ist gerade schon wieder nach 12 Uhr, deswegen brabbel ich ein bisschen Blödsinn zusammen. Aber ich habe gerade nochmal richtig Lust aufzunehmen. Also das zumindest ist mir schon mal ganz gut gelungen. Das ist jetzt gerade der 5. Part, glaube ich, den ich hintereinander aufnehme. Das mache ich wirklich nur bei wenigen Spielen. Ich muss zugeben, dass mich da Wolfenstein fast schon ein bisschen überfordert. Der Brief für den König hingegen nicht, und ich weiß nicht, da kann ich jetzt einfach weitermachen. Und ich finde das cool, also es hat mich jetzt irgendwie, ich meine, ich habe es ja gesehen nach dem Speichern, dass man jetzt hier direkt nochmal weiterspielen kann. Da dachte ich mir so, oh, jetzt wirklich ins Bett gehen? Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Außerdem habe ich mir auch überlegt, dass ich dem Lord von Evelan eine neue Stimme geben will, dass, ja, ich fand das halt damals irgendwie mal ganz witzig und so, aber so auf lange Sicht kann man das vielleicht nicht unbedingt machen, und das geht mir dann doch ein bisschen zu sehr auf den Sack. Du verstehst es doch, oder? Warum es mich plagt? Natürlich. Aber auch ich habe Angst. Vor dem, was ich gleich sehen werde. Ganz gleich, was aus dir geworden ist. Ich bin bei dir. Wir halten zusammen. Ihr Charset sieht irgendwie, oder auch sein Charset sieht irgendwie so aus, als würde es nicht so wirklich zum Spiel passen. Ist irgendwie ein bisschen dünner als bei den anderen Figuren. Es sieht irgendwie anders aus, habe ich so das Gefühl. Der Spiegel ist kaputt. Du hast ihn vor lauter Schmerzen vor einigen Tagen zertrümmert. Erinnerst du dich? Scheinbar nicht. Wer würde gewöhnliches Feuer diesen herrlichen magischen Flammen wohl vorziehen? Gewiss nur jene, die überhaupt keinen Geschmack besitzen. Das ist gerade eine Anspielung auf diese ganzen RPG-Maker-Trash-Games, bei denen irgendwie alles mit Magie gelöst wird. Ich hoffe schon. Ich meine, hier sind sogar magische Fackeln, weil Feuer irgendwie zu natürlich ist, oder was? Den Fluchtweg? Nein, da unten ist alles einsturzgefährdet. Lassen Sie den Thronsaal gehen. Das schaffst du bestimmt. Bisher können wir uns ja ohnehin ganz gut frei bewegen. Aber es sieht wirklich ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also, das gefällt mir auf jeden Fall hier. Das ist einfach so mega Atmosphäre. Wenn ich jetzt noch keine Ahnung, wer sich so einen Thronsaal bauen würde mit solchen Begehbarkeitsfehlern. Was ist denn hier schon wieder los? Ach, come on, man. Ich bin doch gerade erst in Evelan angekommen, ja. Versuch doch einmal, die Treppen hinunterzugehen, bevor wir uns an den Helm machen. Das sollte gelingen, aber vielleicht können wir auch diese Schatztruhe dort öffnen. Nein. Das hier würde ich nur in der allergrößten Not benutzen. Sehr gut. Schaffst du noch eine? Das waren doch schon mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stufen sind es, glaube ich, nur. Sehr gut gemacht. Wollen wir den Helm abnehmen, oben beim Thron? Was, möchtest du das ganze Schloss auf den Kopf stellen? Du sprühst ja nur so vor Energie. Aber vielleicht ist das fürs Erste genug, was meinst du? Ja, absolut. Ich bin völlig außer Atem. Da könnt ihr einfach mal eure Meinung zur neuen Stimme in die Kommentare schreiben. Ich meine, ich versuche einfach, was ich kann, ich tue, was ich kann, ich gebe mein Bestes. Ich will es jetzt nicht zu lächerlich klingen lassen, bei Piak ist es doch so halbwegs in Ordnung, beim Lord von Evelan. Ja, ich glaube, auf lange Sicht würde mich das ein bisschen nerven. Und ich meine, er hat ja auch nicht so ein Face-It wie Jinai. Deswegen braucht er nicht unbedingt die Jinai-Stimme. Ich bin so aufgeregt, Liebste. Ich zittere richtig. Na schön. Dann wollen wir mal. Ich sehe nichts! Aber er hat ziemlich lange Haare. Da wären wir. Sobald wir diese Halle verlassen, befinden wir uns in Unau, in dem Reich des Ostens. Ach man, das andere war irgendwie viel spannender als das hier. Unsere Heimat werden wir nun für eine ganze Weile nicht wiedersehen. Die rote Reiterin hat sich aus dem Staub gemacht. Kaum, dass der Aufzug den Boden erreichte. Und ich dachte, die kommt in unsere Party. Und ich bin heilfroh darüber, dass sie nicht in unsere Party kommt. Wir haben nicht einmal nach ihrem Namen gefragt. Was soll's? Ihr Name interessiert uns nicht. Sie interessiert mich nicht. Ganz schön harte Worte. Aber, ja, irgendwie kann ich dich verstehen. Wenigstens einer. Los, komm, da drüben ist der Ausgang. Also Piak ist aber auch ein ganz schöner Opportunist, oder?
Da drüben ist ein Ausgang. Da drüben ist der einzige Ausgang. Aber können wir nicht theoretisch wieder zurück? Könnten wir das nicht? Das können wir nicht. Okay, na gut. Das ist scheinbar einfach nur eine Einbahnstraße. Und wir sind auf einem neuen Teil der Welt. Den wollen wir uns natürlich erstmal angucken. Vielleicht finden wir hier wieder irgendwelche Wiesen und Wälder, wo wir irgendwelche Quests machen können, noch bevor sie uns eigentlich offen stehen. Hier unten zum Beispiel so ein schöner Sandstrand. Strandbucht. Ist das die Bucht, die es in der ersten Demo gab? Wurde die jetzt hierhin verlagert? Ja. Ja, das ist die Strandbucht aus der ersten Demo. Das ist ja witzig. Das ist ja cool. Der Brecher, welches dieses Gut so weit auf den Strand geworfen hat, muss riesig gewesen sein. Schau nur, da liegt was drin. War wohl ursprünglich Teil einer Kaufmannsladung. Eine Astralfiole und drei Dietriche gefunden. Sehr schön. Und meine letzte Astralfiole habe ich natürlich wieder vollkommen sinnlos verwendet. Danke, liebes Spiel. Dankeschön dafür. So. Nur ein wenig Treibholz, das hier hinaufgespielt wurde und sich zwischen den Felsen verfangen hat. Ich kann auch nichts erkennen. Von wegen nur Treibholz. Werft mal einen genaueren Blick zwischen die Hölzer. Jetzt, wo du es sagst. Du hast recht. Da ganz unten liegt etwas. Piratenstab gefunden. Hui, der ist schön. Und von der Größe her wie für mich gemacht. Ich will. Nix da. Das ist die Strafe dafür, dass ihr einfach an dem Treibholz vorbeigehen wolltet. Genauso wie damals in der alten Demo. Und wir haben es irgendwie geschafft, die Krabbe dahinter zu steuern. Und die kommt jetzt auch scheinbar nicht wieder zurück. Der Piratenstab reduziert unseren Angriff, aber erhöht Intelligenz und Agilität ganz enorm. Ich denke mal, das ist es auf jeden Fall wert. Warum auch immer es ein Piratenstab ist. Aber na gut. Ich schaue einem geschenkten Gaul definitiv nicht ins Maul. Seht mal, Freunde, hier befindet sich, gut versteckt hinter einem Unkraut und in einem niedrigen Felsvorsprung, ein enger Höhleneingang. Ist das irgendwie Zufall, dass ich da hingeklickt habe? Aber hey, die Stelle wirkt beinahe, als wäre sie von innen heraus getarnt worden. Als wollte jemand nach dem Eintreten die Spuren verwischen. Dann betreten wir die Höhle natürlich. Nur rasch das Unkraut zerrupft und beiseite gelegt und los geht's. Eine kleine Höhle voller Schätze. Und scheinbar ist auch keiner hier. Aber wir haben natürlich wieder meine Lieblings-Sumpflager-Musik. Bisher finden wir auf jeden Fall nichts. Sackgasse. Aber hier geht es definitiv weiter. Das ist doch ein Durchgang. Doch, wie öffnen wir ihn? Ich sehe keinen Mechanismus. Das gilt es wohl herauszufinden. Der ist wahrscheinlich auch irgendwo im Unkraut versteckt oder hinter dieser Fackel oder im Wasser oder irgendwo hier wird er schon sein. Ich meine, ich habe durch Zufall schon diesen Gang hier gefunden. Ja. Oder das ist vielleicht erst später für die Story relevant. Ja. Ich klicke jetzt hier einfach wild durch die Gegend. Immer in der Hoffnung, dass ich irgendwo irgendetwas finde. Ich würde am liebsten sagen, schreibt was in die Kommentare, aber ich nehme gerade so weit im Voraus aus, Voraus auf. Ja gut, ist egal. Dann auf in die nächste Stadt. Wir sind hier soweit erstmal fertig. Ich nehme nicht an, dass es hier noch einen Durchgang gibt. Mehr ist hier nicht zu finden. Oder vielleicht gibt es ja hier oben eine Möglichkeit, das da drin zu aktivieren. Können wir irgendwie raufspringen? Vielleicht von da unten irgendwie hochklettern oder so. Nee, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Hm. Ich könnte schwören, dass man hier eigentlich raufkommen müsste. Hm. Ist auf jeden Fall ein Ticken zu hoch. Das ist ja komisch. Kommt man nicht mehr drauf? Konnte man das früher überhaupt? Aber die Krabbe ist ja irgendwie auch da hochgekommen. Oder vielleicht war die von Anfang an da. Das kommt schon, das muss ja noch irgendwo einen Begehbarkeitsfehler geben, dass man da hochkommt. Ha. Oder auch nicht. Ich bin jetzt mal neugierig. Ja, okay, gut. Hier soll man wirklich nicht rauf. Okay, gut. Ja, ich hab's schon verstanden. Da oben befindet sich wohl wirklich nichts. Na gut. Eine langsame Überblende später befinden wir uns in der Küstenstadt Abia. Mit Standard-RPG-Maker-Spielmusik aus Wild Arms, glaube ich. Kapitel 8, endlich in Unauen.
Holla, hier ist es aber schön. So lässt es sich aushalten. Ja, Abia ist auch als die Perle der mittleren Welt bekannt. Sie mag keine große Weltstadt wie Dagonaut oder andere Hauptstädte sein. Aber nichtsdestotrotz lässt es sich hier ganz vortrefflich leben. Habe ich mir zumindest von meinem Stiefvater sagen lassen. Du Schelm, ich weiß doch, dass du schon lange einmal hierher wolltest. Nun, jetzt hast du es geschafft. Ha, die Luft ist so warm hier. Und sie duftet. Nach Salz und Sonne. Hier will ich mich erstmal nach Herzenslust umsehen, bevor wir weiterziehen. Ich dachte schon mal in die Sonne legen und ein bisschen baden. Ich denke, es kann nicht schaden, wenn wir uns hier ein wenig stärken, um gerüstet zu sein für das, was da noch des Weges kommt. Gute Idee. Ich würde nicht wetten, dass es jenseits von hier viele Gasthöfe gibt. Und die Reise wird sicher noch dauern. Außerdem solltet ihr wissen, dass es Unauen äußerst gefährliche Regionen gibt. Ihr solltet euch gut ausrüsten und noch ein paar Level aufsteigen. Und wir sollten uns im Hafen nach einer Mitfahrgelegenheit umsehen. Wir müssen auf die andere Seite der Bucht. Ach, die Mitfahrgelegenheit gibt es in dieser Fantasy-Welt auch schon. Es gibt hier doch sicher so etwas wie einen Stadtvorsteher. Vielleicht kann der uns Hilfe leisten. Dann lass uns mal sehen, was dieses Örtchen so zu bieten hat. Auf jeden Fall eine Menge Ruhe und Entspannung hier im 8. Kapitel. Und wir haben scheinbar einen neuen Auftrag. Erkunde Abia und das Umland. Das werden wir auf jeden Fall tun. Das sieht mir nach einer Anlegestelle für ein kleines Boot aus. Die Leute hier machen das Beste aus all dem Wasser. Zum Beispiel lassen sie Boote hier anlegen. Okay, für gewöhnlich rede ich erstmal mit allen NPCs, aber fangen wir einfach mal in diesem Haus her an. Ein brennender Kamin? Bei diesem brütend warmen Wetter draußen? Ziemlich paradox. Tja, da hatte wohl jemand Lust drauf. Aber vielleicht ist es in dem Haus auch tendenziell eher kalt. Vielleicht ist dieses Haus ja so perfekt abgedichtet oder vielleicht zu gut abgedichtet, dass es irgendwie innerhalb des Hauses irgendwie nur 18 Grad oder so sind, auch wenn es draußen 30 Grad sind. Ein Bücherregal, dessen Inhalt sowohl lehrreich als auch hübsch anzusehen ist, also sind es definitiv lustige Taschenbücher. Von dem was er da keins nehmen dürfen. Ich bin froh, hier in Abia zu leben. In Dangria hausen zu müssen, das sollte ich keinen Tag durchstehen. Was ist denn Dangria? Sind wir nicht von dort? Waren wir da nicht schon mal? Ist das irgendeine andere Stadt? Keine Ahnung. Einmal bin ich dort gewesen, um etwas zu kaufen, das es hier nicht gab. Nie wieder. Das ist keine Stadt, es ist ein schmutziger Pfuhl, ein Moloch. Bah. Wenn ich nur daran denke, kräuselt mir das Haar. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Insgesamt kann man sich nicht beklagen. Wir leben wahrlich im privilegierten Teil des Reiches. In der Hauptstadt herrscht so eine furchtbare, hoffnungslose Stimmung, genauso wie in Dangria. Dabei hat sich Evelyn schon seit Jahrzehnten nicht mehr gerührt. Da wird schon nichts passieren. Und selbst wenn, wir wären die Letzten, die eine gewalttätige Invasion befürchten müssten. Zum Glück. Sollen sie nur das eklige Dangria an den Boden gleich machen? Diesen elenden Schandfleck. Ohne die Stadt ist das Land besser dran. Da werden wir dann wahrscheinlich demnächst noch hinkommen. Von ihrem Bürgermeister ganz zu schweigen. Der schlimmste NPC der ganzen Welt. Hier gibt es nichts Besonderes. Bücher, einige Kochutensilien, nichts von Interesse, dass es näher zu untersuchen gilt oder dass wir diesen Leuten hier stehlen könnten. Saftig grüne Äpfel, vermutlich saure. Ein fast fertig geschriebener Brief, aber der Inhalt geht uns nichts an. Wir haben ja schon genug mit unserem eigenen am Hals. Das ist cool. Ein fast zu Ende geschriebener Brief, aber der ist nicht für den König. Und dieses Haus hier war scheinbar komplett sinnlos, einfach nur dem Flavor dienend. Wir haben in dem Haus nichts gefunden, wir haben in dem Haus nichts bekommen, es war halt einfach nur da. Aber na gut, wir haben ein wunderschönes Häuschen gesehen. Es ist so herrlich, den Kindern beim Spielen zuzusehen. Hier wachsen sie wirklich gut auf. Wenn ihre Eltern ihnen nicht ständig all diese Gruselgeschichten über Evelyn erzählen würden, die Kinder sollten sich über schönere Dinge unterhalten, als die namenlosen Schrecken und Albträume aus dem Osten. Ja, dieser schlimme, schlimme Osten. Zum Beispiel diese schönen alten Steinkreise in den Gewölben. Und da haben wir sofort ein Ausrufezeichen über unserem Kopf, denn der Steinkreis in den Gewölben ist wahrscheinlich der, den wir im Auftrag der Fee suchen und dann können wir uns wahrscheinlich auch bald durch die Gegend teleportieren. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich Angst vor Evelyn. Meine Mama sagt dort dem schrecklichen Monster und Banditen. Von den Soldaten und roten Reitern ganz zu schweigen. Solange die Evelaner bleiben, wo sie nicht hingehören, macht mir der Krieg gar nichts aus. Die Bucht trennt Abia vom Rest unter uns. Ich bin aber noch nie auf der anderen Seite gewesen. Ich würde gern mal nach Dangria, aber mein Papa sagt, dass es dort nicht so schön ist wie hier. Außerdem hat mir mal von einer Gegend erzählt, in der es vor Draken nur so wimmeln soll. Draken, das sind wahrscheinlich die Drachen dieser Welt. Draken ist dann wahrscheinlich einfach das dänische Wort. War die Autorin aus Dänemark? Ich hoffe schon. Ich bin froh, mich zur Wachmannschaft von Abia erzählen zu dürfen. Über die faulen Haderlumpen drüben in Dangria hört man ständig so Übles. Die unterstehen aber auch nicht so einem ordentlichen Kerl wie Ricard. Nein,
Deren Vorsteher ist der dortige Bürgermeister. What? Und der ist ein echter Drecksack nach allem, was man hört. Und vor allem ist er der Bürgermeister einer RPG-Maker-Welt und das ist nie etwas Gutes. Das sieht mir doch an einigen Stellen für ein kleines Boot aus. Ja, und das ist es auch, denn das Boot liegt ja auch definitiv an. Ich finde es schön, dass hier auf die Schatten geachtet wurde. Das ist tatsächlich etwas, das man nicht so oft hat. Und diese Stadt hier versprüht natürlich wirklich wieder einen Charme und eine Atmosphäre, die seinesgleichen sucht. Der Schrank ist bis oben hin mit hübschen Tellern und Besteck voll bestückt. Gebrauchen können wir aber davon nichts. Können wir das nicht irgendwie klauen und irgendwie verhökern oder so? Und ich bin Jäger von Beruf. Normalerweise jage ich hier im Umland von Abia. Aber in letzter Zeit ist es so schwierig geworden, den Tieren nachzustellen. Es ist, als würden sie sich noch besser, verzweifelter verstecken als sonst. Als würde eine grauenvolle Katastrophe am fernen Horizont dräuen. Aber da ist doch nichts, oder? Andererseits spüren Tiere so etwas. Wir Menschen haben dafür keinen Sinn. Auch die große Überschwemmung vor 5 Jahren haben mir die Vögel Stunden vor dem Sturm angekündigt. Doch jetzt waren sie nicht, sondern sind einfach verschwunden. Als würde alles Leben um sein Leben, rennen. Das klingt komisch. Als würde alles Lebende um sein, rennen. Voll reife Tomaten. Mit einem ganz bestimmten Essig ergeben sie einen köstlichen Salat. Danke für diese wirklich schmackhafte Erwähnung. Evelyn, Evelyn, traust du dich doch eh nicht heran. Feiger Prinz auf feigem Thron, feiger ungeliebter Sohn. Roter Reiter, plant was Böses immer weiter. Nach den Feind, nach den Freund, Plan mit eigenem Plan umzäunt. Das ist das Gefasel eines kleinen Kindes und das sind noch einmal vollreife Tomaten. Und auch dieses Haus dient einfach nur dem Flavor. Schade. Ich meine, ich erwarte nicht, dass ich in jedem Haus einen Nebenquest bekomme, aber wow, ein Schmetterling und es ist nur einer. Das ist äußerst ungewöhnlich für ein RPG-Maker-Spiel. Im Hafen gehen üblicherweise Schiffe aus der ganzen Welt an Land, doch es hat sich herumgesprochen, dass sich Evelyn zu rühren scheint. Ich selbst bin noch keinem von denen begegnet, aber man hört üble Sachen von der anderen Seite der Bucht. Das hat den Schiffsverkehr in den letzten Wochen ziemlich einschlafen lassen. Und diese Wache hier sieht auch ziemlich eingeschlafen aus. Was denn? Ach so, Besucher. Seid ihr aus dem Gebirge gekommen? Willkommen in Abia. Hier ist es immer noch warm und immer schön. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zum Umland der Stadt habt, redet mit Rika, unserem Vorgesetzten. Ihr findet ihn drüben in der Wache. Im Osten liegt der Hafen. Dort liegt gerade ein Fischkutter vor Anker. Im Norden findet ihr den Markt. Und also ich gleich hier drüben ist der Gasthof. Da gibt es Bier und gute Betten. Ach ja, jetzt ein Bett. Fühlt euch doch einfach wie zu Hause, aber macht keinen Ärger, ich muss den Klischees entsprechen, so wie alle Wachen. Ach. Der Mann im Boot ist völlig darin vertieft, sein Gleichgewicht zu halten und kann deswegen nicht mit euch reden oder sich auf euch einlassen. Hallo, ihr seid ganz besondere Kunden, ich spüre es. Oh ja. Bitte wie? Seht ihr? Ihr seid stehen geblieben. Das war mir klar. Niemand kann den umwerfenden Angeboten meiner Wenigkeit widerstehen, ha? Wollt ihr einen Blick auf meine Waren werfen? Warum nicht? Diesem Händler fehlt definitiv ein Name und er hat denselben Firlefanz wie alle anderen. Habt ihr übrigens schon diese Kiste erspäht, da drüben im Kanal in der Sonne steht? Wie bestellt und nicht abgeholt? Der einzige Weg zu ihr führt wohl durch die Gewölbe unter der Stadt. Aber Ricard, der Vorsteher der Stadtwache, hält den Schlüssel zu den Gängen unter Verschluss. Ich frage mich wirklich, was in dieser Truhe versteckt ist. Da werden wir dann bestimmt irgendwann nochmal hinkommen. Oh, die beiden Schwäne da haben sich lieb. Das ist schön. Ein Mann mit Turban. Shalom! Dieses Örtchen erinnert mich sehr an meine Heimat im Süden. Ich bin hier ja nur zu Gast, aber die Stadt weiß wirklich zu gefallen. Hier ist es wirklich ganz anders als in dieser scheußlichen Jauchegrube im Osten, die sie Dangria nennen. Wer hätte gedacht, dass ihr frostige Nordleute so schöne Flecken vorzuweisen habt? Ich nicht. Doch an die erhabenen Türme und Paläste unseres Sandlandes kommt auch dieses Dörflein nicht heran. Ob wir das Sandland in diesem Spiel noch einmal zu Gesicht bekommen werden? Ich hoffe, es wäre schön. Und das, da oben in das Haus können wir schon mal nicht reingehen. Neu in der Stadt? Was ist los? Das sollten wir dich fragen. Ihr schaut ziemlich bedröppelt rein. Und das bei dem Wetter. Ach, es ist ein Jammer. Wir haben uns gestritten, mein kleiner Bruder und ich. Er ist weggelaufen. Fort, um sich dieser lächerlichen Bande von Krunu anzuschließen, der jetzt neuerdings einen auf Dieb mit gutem Ruf macht. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, aber er wollte nicht hören. Da habe ich gesagt, er soll hingehen, wo der Pfeffer wächst.
Wie es scheint, hat er das wirklich genommen. Ich und meine Klappe. Verstehe, euer Bruder ist also fort und ihr macht euch Sorgen. Wir könnten ihn suchen, aber das ist wirklich ein Jammer. Nein, wir suchen ihn natürlich. Wirklich? Würdet ihr das tun? Ich habe alle Hoffnungen fahren lassen, aber ich mache mir solche Sorgen um Benny. Er ging gestern früh nach unserem Streit zu der Strandbucht im Süden. Glaube ich zumindest. Er hat von dem Ort andauernd geschwärmt. Vielleicht haben er und der Rest von Krunos Haufen sich dort verkrochen. Wenn ihr findet, könnt ihr mit ihm reden. Ich möchte nur, dass Benny zur Vernunft gebracht wird. Ich werde mir auch eine anständige Belohnung für euch überlegen, wenn ihr ihn überzeugen könnt. Ich glaube, wir waren schon mal bei der Höhle, von der ihr sprecht. Aber da ging es nicht weiter. Habt ihr vielleicht eine Idee, was wir tun können? Gut, dass wir die Höhle schon gefunden haben. Naja, ich habe keinerlei wirklichen Kontakt zu den Jungs. Wie gesagt, sie sind ja auch keine echte Diebesbande. Sie tun nur so. Dafür wirkt ihr Versteck aber ziemlich professionell. Ich kenne aber noch ein Mitglied der Bande. Außer Benny und Krono selbst, meine ich. Matthias heißt der Bengel, ja, genauso wie der Fisch. Wohnt oben am Marktplatz bei seinen Eltern. Ich habe ihn heute schon gesehen, also ist er nicht bei Krono. Wenn jemand in Abia was über diesen Eingang weiß, dann er. Dann werden wir diesen Matthias mal befragen und uns auch noch ein bisschen Fisch von ihm holen. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir dann im nächsten Kapitel von... in der nächsten Folge natürlich von Der Brief für den König. Ich würde mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und dann bin ich einfach gespannt, was die Hafenstadt Abia noch für uns zu bieten hat. Außer natürlich ihrem wirklich wunderbar hübschen Design. Ich würde echt am liebsten fast schon selbst in dieser Stadt wohnen. Aber es ist ja dann nur ein RPG-Maker-Spiel. Bis zum nächsten Mal hier bei Der Brief für den König.